So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Let's Play Tomb Raider Quest of Gold in dem Level Zorn des Drachen. Das letzte Level in diesem Korea-Abschnitt. Und ich glaube, wir sind auch schon ziemlich am Ende und kurz vor unserem zweiten goldenen Artefakt. Bin ich ja mal sehr gespannt, was das für eins sein wird. Und das haben wir uns auch wirklich verdient nach diesem nuklearen Leveln. Und den Korea-Leveln und wo ich das Speicher- und Ladeproblem hatte und alles nochmal neu machen musste. Hier dieses Drachen-Level. Und dann haben wir uns dieses zweite goldene Artefakt wirklich verdient. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir hier zu der Einsatzstelle dieser zwei Dragon Seals kommen. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie weit dieses Level noch ist. Vielleicht ist es auch noch ein ganzes Stück. Aber ich glaube, das hier war der Hauptkomplex dieses Levels. Habe ich so ein Gefühl. Und ich bin mal gespannt, ob es überhaupt vielleicht sogar einen Endgegner gibt. Weil so ganz dunkel erinnere ich mich, dass es hier, glaube ich, sogar einen Endgegner gegeben hat, der dieses goldene Artefakt behütet oder beschützt hat. Hier müssen wir jetzt abbiegen, sonst fallen wir wieder runter. Genau. Lara hängt gerade in der Luft fest. Jetzt hat sie sich wieder gefangen. Ui, das war knapp. Aber es hat geklappt. Und jetzt springen wir wieder hier an die Hangelstrecke. Einmal außen rum. Und dann, wie war das? Ne, oben in den Eingang, genau. Da können wir nämlich die Rampe wunderbar runterrutschen. Und sind dann wieder fast am Einsatzort dieser Dragon Seals. Und zwar einmal hier runter. Und tot. Aber so ähnlich. Vielleicht können wir... wir können ja dann auch an die Hangelstrecke. Nur dann müssen wir andersrum rutschen. Und zwar so rum. Dass wir da dran springen können. Jawohl. Und dann... am besten hier. Probieren wir es mal so. Okay, es hat geklappt. Nehmen wir mal ein kleines Medipack. Ich meine, wir haben es ja. Und setzen somit unsere drei Dragon Seals ein. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, was dann kommt. Also, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Die Luke öffnet sich, wie ich das vermutet hatte. Und wo kommen wir jetzt hin? Das ist der Endgegner. Oh oh. Tomb Raider 4 Stadt des Todes. Oh oh. Nehmen wir erstmal die Medipacks mit. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die Medipacks. Wow. Shit. Ihr seht, es ist nicht einfach. Und ich glaube, ich mache hier mal die Musik leiser. Das reicht, glaube ich. Da könnt ihr mich auch noch verstehen. So, jetzt müssen wir uns mit diesem Endgegner hier... Vielleicht ist er tot, wenn wir den Schalter drücken. Schön wär's. So, was müssen wir tun? Das ist jetzt natürlich die Frage. Hier ist nichts passiert. Wow. Irgendwas haben wir doch getan eben. Ich glaube, wir müssen alle Schalter drücken.
Das ist der Zorn des Drachen im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ich habe Verfolgungswahn gerade. Oh je, oh je, oh je. Nehmen wir schnell das Medipack mit. Shit. Ganz viel speichern, das ist hier wichtig. Mist. Oh, oh, oh nein. Jetzt kommen auch noch so Viecher oder was? Oh, 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 oh. Alles nicht so einfach. Ja. Nicht einfach. Aber deswegen sind wir ja nicht hier, damit es einfach ist, sondern... Na. Ich will auf jeden Fall das Medipack haben. Ich glaube, das versteht ihr. Ja, und jetzt nehmen wir es mit. Jawohl, es hat geklappt. So, wo ist das nächste Medipack? Ah, hier ist ein Schalter. Ich glaube, wir fahren mit jedem Schalter einen Block runter. Oh oh. Was ist das? Wir müssen laden. Was zum Henker? Ah, okay. Ich glaube, die wird man durch Speichern und Laden los. Jawohl. Ja. Jo. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich will aber das Medipack. Ja. Am besten wir warten, bis das Feuerding kommt und springen dann. So. Und zurück. Ja, so ähnlich. Also warten wir, bis das kommt. Springen. Speichern. Andere Stelle. Und abhauen. Shit. Dann warten wir so lang. Jawohl, das haben wir überlebt. Nehmen ein kleines Medipack. Das, was wir gerade gefunden haben, irgendwie Ironie, aber egal. So, und da liegt noch eins. Ich will die Medipacks haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Ups. Ja, wir haben nicht gespeichert. Okay, aber das hat geklappt. So. Und jetzt kommen wieder diese Viecher. Ich glaube aber, wenn die Viecher kommen, spuckt er kein Feuer. Und wir können in Ruhe das Medipack aufheben. Jawohl. So, und jetzt speichern, laden, dass die Viecher weg sind, was auch immer das sein soll. Und nächster Schalter. Nächster Schalter. Wo ist der nächste Schalter? Bestimmt hier unten. Ja, hier. So. Und hier hoch. Speichern, laden. Sind die Viecher weg? Es ist wie bei Tomb Raider 4, diese Heuschrecken. So, und weiter geht's. Uiuiui, hier, der Schalter. Und da kommt wieder eine Echse. Und wir sind am Brennen. Aber eigentlich macht der Spaß, der Endgegner. Kann man den abschießen? Okay, wir sind tot. Diese Echse, wie kriegen wir die am besten tot? Geht die überhaupt töten? Okay. Wir können das Ding auch einfach am Leben lassen. Was haltet ihr davon? Wir lassen das Ding am Leben. Muss ja nicht jede Spezies ausrotten. So, und dann... Speichern, laden. Und hier den nächsten Schalter drücken. Wo ist er? Hier. So, was haben wir jetzt geöffnet? Hier unten ist auch so ein Viech.
So, nehmen wir mal ein großes Medipack und schauen, was jetzt möglich ist. Die haben wir alle schon gedrückt. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir fast alle haben. Ah, hier ist ein Loch. Ah, ne, da ist Lava drin. Okay, da ist Lava drin. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht oben durch das Tor schon kommen. Uiuiuiui. Hier ist wieder das Vieh. Jawohl, da kommen wir durch. Aber nicht lebend. Aber vielleicht gleich. Da können wir nämlich So. Warten wir nochmal hier einen Moment. So, und rennen jetzt hier rein. Und schnell da hoch. Okay. Hui. Dann können wir nämlich in Ruhe... Ah, ne, wir haben das Vieh ausgesperrt. Gut. Nein. Viecher weg. So. Ui. Hört ihr das? Diese Ruhe. Das ist ja ein Traum. Was ein Traum. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben den Endgegner hinter uns gelassen. Und jetzt kommt bestimmt das zweite goldene Artefakt. Also wenn wir es jetzt nicht verdient haben, wann haben wir es dann verdient? So, ein langer Weg. Da oben ist noch ein Schalter. Den drücken wir nochmal. So. Einmal drücken. Oh oh. Ah. Jetzt wird er wahrscheinlich getötet. Jawohl. Perfekt. Der zornige Drache, der Endgegner-Drache hat uns... Was ist das hier für eine Tür? Ah, hier ist bestimmt das letzte Secret drin. Das ist jetzt Wunschdenken. No. Doch, Lara. Also der letzte böse Drache hat... Ah, doch. Wir haben alle drei Secrets. Ja, das ist ja schön. Da hat der Levelbauer gedacht, scheiße, ich muss noch das dritte Secret irgendwo unterbekommen. Ja, der Drache hat das zweite Artefakt, und zwar ist das der Infada-Stein aus Tomb Raider 3, nur in Gold statt in Blau. Den haben wir jetzt durch diesen Drachen, nehmen doch hier das kleine Medipack mit und können dann somit unser zweites Quest of Gold Artefakt mitnehmen. Hier, da ist es. Und das nehmen wir jetzt. So, und da können wir bestimmt dann das Level verlassen. So, springen wir mal hier rüber. Wir wissen ja jetzt, wo wir langlaufen müssen. Wir hätten jetzt in Ruhe alle Medipacks aufheben können. Aber nachher ist man immer schlauer. So, das Viech ist, glaube ich, noch hier. Nein, das Viech ist auch weg. Das ist bei der Explosion mitgetötet worden. Das ist gut. So, dann gehen wir mal weiter hier hoch. Und dann ist jetzt das offene Tor hier hinten, durch das wir abdampfen können. Also der Abschnitt hat wirklich eine schöne Wende genommen. So, wenn man denkt, es ging mit den Korea-Levels los und dann hier die schönen, interessanten Korea-Level im Grünen nach den nuklearen Leveln. Wirklich schön. Und das letzte Level hier mit dem Drachen, das hat mir auch echt sehr, sehr gut gefallen. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt... Ja... Schön. Man hört es an der Musik.